Lass uns auch schnell beginnen mit dem Pokalspiel. Jetzt eine Woche vor Bundesliga-Start gegen den BSC Harstedt aus Bremen. Auf Platz 11 beim Weserstadion. Alles für den Verein natürlich aus der 5. Liga, aus der Bremen Liga, ein absolutes Highlight. Hat man auch rund um das Spiel herum mitbekommen, wie da wirklich sehr viel gemacht wurde, sehr viel Herzblut drin steckte. Ja, so wie man das eigentlich so aus der ersten Pokalrunde kennt. Und das Ergebnis war alles andere als eine Blamage für Borussia. Nein, nein, also selbst schön eigentlich als Borussia-Fan, dass der Ehrentreffer von Harstedt noch relativ am Ende war, auch ein wirklich ganz, ganz schöner Schuss, den da der Harstedter, der Siebener, abgegeben hat. Ja, und ansonsten hat es der Kommentator bei Sky auch schon gesagt, hatte das teilweise ein bisschen Testkick-Charakter, was eigentlich ja ein bisschen ungewohnt ist, wenn man Borussia in den letzten Jahren in der ersten Runde im DFB-Pokal gesehen hat, weil so einfach, gut, die Gegner waren teils auch andere, aber man hatte das von Minute 1, beziehungsweise auch von 2, wo dann das Tor schon ge gefallen ist, eigentlich das Gefühl, die Mannschaft will auch vor allen Dingen was zeigen und hat die Sache ernst angenommen und auch nicht locker gelassen. Absolut. Also man sollte zur Vollständigkeit ha halber sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, also 11:1 ging das Spiel aus. Das ist ein Rekord für Borussia im DFB-Pokal und auch seit, ich glaube, 7 Jahren das höchste Ergebnis in der ersten Pokalrunde. In den anderen Wir haben logischerweise die auch. Kölner sogar noch geschlagen. Also nachdem die Kölner so hoch gewonnen haben, mussten 9:1, wir, glaube ich. Ne? ja, da mussten wir nachziehen. Genau. Aber die Kölner lagen zurück, von daher. Ja, von daher für Harstedt natürlich wirklich schön, dass ganz am Ende das Ehrentor stand. Da hatten sie dann auch noch was es zu freuen gab. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Borussia hat dieses Spiel sehr ernsthaft angenommen, hat eigentlich nie nachgelassen. Und man hat gesehen, da ist viel Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Jeder will sich zeigen. Angefangen natürlich damit, dass wir überraschend, wir hatten es vorher nicht für möglich gehalten, aber Plea in der Startelf gesehen haben, durfte zusammen mit Raphael und Hazard stürmen, möglicherweise auch schon eine Variante dann für die Bundesliga, zumindest wenn man aufs Papier schaut. Ich denke, er hat sich ganz gut eingeführt, direkt mit dem zweiten Tor, direkt mit dem zweiten Tor, also im 2-0 für Borussia in der 8. Minute, wo er sich gut durchtankt. Danach sicherlich auch noch einige Chancen vergeben. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht auch noch, dass der ein oder andere Laufweg sicherlich verbesserungswürdig ist, aber er weiß, wo das Tor steht und hat eigentlich schon einige Sachen Meistens. andeuten können. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man hat wieder gesehen, dass er fitter ist und auch agiler ist, technisch. Wie gesagt, der Gegner muss man auch immer sehen. Vielleicht aber genau deswegen wurde er vielleicht auch gebracht, weil Dieter Hecking auch gedacht hat, das ist ein weiteres Testspiel, wo er vielleicht ein bisschen Praxis mit den Nebenmännern sammeln kann. Aber grundsätzlich hat er doch seine Qualitäten gezeigt, relativ beweglich auch und nicht nur statisch immer in der Mitte. Ist aber auch dann in den Abschlusssituationen häufig in der Mitte zu finden, Genau. wirklich in Stürmermanier. Und ja, hat mir diesmal gut gefallen, wenn auch nicht alles funktioniert hat, hast du ja schon gesagt. Aber allgemein glaube ich, die ganze Mannschaft hat sehr gut vorne auch Ja. zusammengespielt. Also ganz, ganz besonders Hazard hat da immer wieder seinen Spaß gehabt. Und schöne Bälle in die Tiefe von Neuhaus und auch von Strobel zum Beispiel. Und das hat mir wirklich gut gefallen und waren schöne Tore und schöne Spielzüge dabei. Ja, wie gesagt, Gegner. Ich würde sagen, wir hatten keinen Gegner, selbst in den Testspielen, der so schwach war, das muss man ehrlich sagen, und der es einem auch noch so leicht gemacht hat, weil man hat offensichtlich versucht, mit einer Abseitsfalle zu spielen gegen Borussia, was natürlich Harakiri war. Klar, wir Vor sind allen Dingen irgendwie, bei dem System. ja, also wir sind zwar, glaube ich, 6, 7 Mal ins Abseits gelaufen, aber letztlich kommen dann eben dann doch am Ende ein paar Dinger durch. Und du hattest gesagt, 2. Minute, Neuhaus wird gelegt, Elfmeter Hazard macht er ganz sicher. Und ich finde, da hat man schon direkt gesehen, Hazard sehr, sehr spielfreudig. Die Kombination mit Raphael auf der rechten Seite, der immer wieder natürlich auch die Position gewechselt hat. Und Plea, der, und das gefällt mir wirklich gut, das ist genau das, was wir brauchen, wie man sieht, wie er mit einem Wucht in die Mitte zieht. Gerade wenn die Bälle dann über außen getrieben werden, dass er wirklich als Anspielstation in der Mitte für die Abnahmen da ist. Und das ist eigentlich genau das, wo es hingehen soll, dass ein Stürmer da ist, der Präsenz zeigt drin. Wenn am Ende noch nicht alles klappt, okay, der Pfostenschuss war sicher Pech. Ein, zwei Mal stand er wirklich kläglich frei und hat sich da falsch orientiert. Aber das Grundsätzliche, wenn es denn soweit ist, ist, glaube ich, erkennbar gewesen. Und dazu gehört eben auch dieses Nachrücken von den Spielern auf der Achterposition, Hofmann, Neuhaus, sehr agil. Absolut, ja. Wenn das in der Bundesliga funktioniert, dann werden wir viel Freude haben. Aber wir können es nicht häufig genug betonen.
Das war höchstens ein Testspiel. Wenn man so konzentriert spielt wie Borussia, dann ist das kein Gegner gewesen. Nein, natürlich nicht. Und das war aber gar nicht schlimm, weil wie gesagt, ich finde es dann immer schön, dass man dann auch als Fan nochmal einen schönen Abschluss der Vorbereitung quasi hat. Wir sparen uns jetzt an der Stelle auch mal die Spielerbewertung, weil ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. So viele grüne Smileys haben wir, glaube ich, gar nicht. Nein, aber man hat auch gesehen, dass Dieter Hecking auch mal im Mittelfeld was ganz Neues probiert hat, ein neues Trio. Und man sieht einfach, dass Optionen da sind und dass die Spielfreude auf jeden Fall auch auf dem Platz zu sehen ist. Was mir sehr gut gefallen hat, sehr abgeklärt Jordan Bayer auf der rechten Seite. Also das hat Hand und Fuß, was er macht. Da sind auch Doppelpässe dabei. Also er hat in der Vorbereitung ja den Trainer voll und ganz überzeugt und hat das jetzt eigentlich auch nochmal bestätigt, dass er da mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch rangeht. Wünsche ihm natürlich, dass ihm das beim Bundesliga-Start dann genauso gelingen kann. Ja. Ansonsten, natürlich wenig gefordert, die Defensive. Allen voran Tobi Sippel, der musste sich nur ganz am Ende einmal lang machen, vergeblich. Ja. Tobi Strobel sicherlich als Ruhepol in der Mannschaft. Vor allem körperliche Präsenz und ein gutes Auftreten auf dem Platz. Ja, und von daher alles sehr positiv. Toni Janschke auch nicht gefordert hinten, aber vorne mit dem tollen Pass auf Player, der, glaube ich, das 7-0 macht in abgeklärter Manier. Ja, man hat einfach immer weitergemacht und dann, sicherlich hätten wir noch 3-4 Tore mehr machen können. Ja. Ich glaube, die Haarstädter haben am Ende einmal aufs Tor geschossen, haben ihr Erfolgserlebnis bekommen. Und am Ende sagen wir einfach, gut eingeschossen. Man muss überlegen, Kramer, Zakaria, Johnson kam noch nicht mal zum Einsatz. Ja. Cuisance nur eingewechselt, Pausen kam rein, Hermann hat ein paar Minuten bekommen. Also da ist richtig, richtig Konkurrenzkampf drin. Und man hat das Gefühl, dass die Jungs das auch alle so sehen und entsprechend auch reinhauen. Ja. Wie gesagt, nochmal, gegen so einen Gegner hat man dann natürlich auch Spaß, wenn man sieht, dass es klappt. Aber Matthias Ginter hat das ja, glaube ich, in den vergangenen Wochen mal gesagt, dass in der Vorbereitung ein anderer Zug drin ist, in den Testspielen ein anderer Zug drin ist. Und ich glaube, auch deswegen hat die Mannschaft nicht locker gelassen und wirklich 11-0 gewonnen und nicht mit einem 4-0 danach aufgehört. nicht aufgehört. Und das war in den vergangenen Jahren nicht immer so und finde ich gut. Also da scheint Dieter Hecking auch die Mannschaft dann entsprechend so zu motivieren, dass auch jeder dann selbst bei so einem Spiel alles gibt. Ja, hast du ja auch eben noch im Vorfeld des Podcasts gesagt. Letztes Jahr wäre was wahrscheinlich nicht so hoch ausgegangen. Da haben wir uns gegen Rot-Weiß Essen sehr schwer getan. Davor Drochtersen Asseln, die jetzt übrigens auch nur 1-0 gegen Bayern verloren haben. Ja. Da haben wir uns auch schwer getan. Jetzt wirklich mal so ein Scheibenschießen. Aber nochmal, und ich denke, damit haben wir das Spiel genauso kurz abgefrühstückt, wie wir auch die Vorschau schon abgefrühstückt. Und ich möchte aber kurz noch das Tor des Tages, Florian Neuhaus mit dem wunderbaren Distanzschuss. Da hat man gesehen, dass er wirklich vom Schießen her, wie er den da oben ins Eck setzt, das war wirklich zum Zungeschnalzen. Ich hoffe, das gelingt ihm auch in der Bundesliga, weil er hat in der zweiten Liga ja auch so zwei, drei solche Dinger gemacht. Und das war der lebende Beweis dafür, dass er es kann. Und das hat mich besonders gefreut. Wobei der Konkurrenzkampf, was das schönste Tor angeht, mit dem Hazard-Schuss gegen den Innenpfosten natürlich groß ist. Bundesliga-Torwart hat den. Ja, wirklich. Also ich glaube, in der Bundesliga geht der Ball nicht rein. Aber ist auch egal. Ich weiß es nicht. Aber freuen wir uns erstmal. Borussia ist weiter. Auslosung steht bevor. Und ich würde sagen, ab jetzt volle Konzentration auf den Bundesliga-Start. Ja.